nach der Reinigung mit unserer Reinigungsmilch, ganz unabhängig davon, ob Sie jetzt noch die aufbauende Pflege benutzen oder schon zu Glory Skin gewechselt sind, ist es immer wieder toll, 2 bis 3 Mal die Woche unser Jojoba-Peeling zu benutzen. Das Jojoba-Peeling hat ganz wunderbare Eigenschaften. Es kommt mit Jojoba-Wachsöl und Distelöl daher. Beide sind entzündungshemmend, pflegen ihre Haut auch schon beim Peelen. Und die Jojoba-Wachskügelchen sind komplett abgerundet. Das heißt, sie verursachen keine kleinen Mikroritze auf ihrer Haut und nehmen trotzdem alles ab, was ihrer Haut nicht mehr dienlich ist. Das benutzen Sie wie folgt. Nach der Reinigungsmilch eben würden Sie es, hier haben Sie 2 Varianten. Sie nehmen das entweder auf das nasse Gesicht, dann ist der Peeling-Effekt etwas weniger, aber für sensible Haut durchaus sinnvoll, oder auf das trockene Gesicht und verteilen das. Nachdem Sie das auf ihrem Gesichtshaut, auf ihrem Hals, Dekolleté verteilt haben, haben Sie auch hier wieder 2 Möglichkeiten. Sie können das jetzt einfach mit kreisenden Bewegungen die überschüssigen Hornschüppchen abnehmen, oder aber Sie lassen das etwas einziehen, dann trocknet dann die Öle ein wenig ein, was auch ganz, ganz toll ist. Es pflegt sie ja eben schon, die kaltgepressten Bioöle, und rubeln dann nochmal so lange nach, wie Sie es möchten. Das hat einfach einen stärkeren Peeling-Effekt. Wenn Sie diesen Prozess abgeschlossen haben, wann auch immer Sie sagen, jetzt sind Sie zufrieden, dann würden Sie mit ganz viel Wasser das Jojoba-Peeling abnehmen. Hier empfiehlt sich kein Tuch, sondern einfach mit den Händen und viel Wasser. Schließen Sie die Augen dabei, damit keine Körnchen in Ihre Augen kommen. Und wenn Sie das machen, bitte sparen Sie von vornherein die Augenpartie aus. Und dann ziehen alle Wirkstoffe noch mal tiefer und intensiver in Ihre Haut ein. Viel Spaß damit!